Hallo meine Lieben, ich möchte euch gerne mein neues Vimeo-Video vorstellen. Und zwar, wir haben heute am 8.8.2019 den Höhepunkt des Löwenportals. Und ich habe irgendwie von meiner Mannschaft den Impuls erhalten, dass wir diese Löwenkraft jetzt im August vor allem dazu nutzen können, um uns aus toxischen, das heißt giftigen oder auch ungesunden Beziehungen oder Verbindungen in unserem Leben zu befreien. Und deswegen habe ich da heute mal ein Video dazu gemacht. Ich habe dazu Karten rausgelegt, die sind nicht gesprungen, die dienen nur dazu, um das Ganze zu verdeutlichen. Und ich werde zum einen darauf eingehen, wie du überhaupt erkennst, dass du dich in einer toxischen Beziehung befindest und natürlich, welche Strategien du anwenden kannst, um dich daraus zu befreien. Ich gehe dabei darauf ein, warum es so schwer ist, sich überhaupt daraus zu befreien. Und dann gibt es auch ein paar Tools, hilfreiche Übungen, die du machen kannst, um mehr Klarheit für dich zu erlangen, wie du dich befreien kannst und vor allem, wann es wirklich höchste Zeit ist, sich zu befreien. Und was ich auch noch erwähne, ist, kann jetzt auch ein Seelengefährte tatsächlich ein toxischer Beziehungspartner sein? Ja, denn es wird ja gerade jetzt hier auch im Netz sehr viel unterschieden zwischen diesen toxischen Verbindungen im Sinne von Narzissmus etc., ja, und dann aber diesen Seelenpartnerschaften, ja, die jetzt nur auf dieser bedingungslosen Liebe basieren. Und ich sehe diese Unterscheidung nicht so extrem, denn für mich kann auch ein Seelengefährte durchaus toxisch in deinem Leben wirken. Und darauf möchte ich auch eingehen in diesem Video. Ja, wenn es dich interessiert, dann kannst du den Link direkt anklicken. Du findest den in der Infobox unter diesem Video und wirst dann direkt zu Vimeo weitergeleitet. Ja, ich würde mich freuen, dich bei Vimeo begrüßen zu dürfen. Bis dann, deine Uli.